Herzlich willkommen auf der MS Myriceum. Ja, es gibt heute einen sehr, sehr wichtigen Job. Es geht nämlich um einen Junggesellinnenabschied, Junggesellinnenparty, hier Hens Party oder wie das heißt. Also die Mädels haben das Schiff wunderschön dekoriert. Hier steht auch etwas. Leider kann ich kein Englisch, also ich weiß nicht, was das heißt. Same penis forever. Na gut, anyway, so, jetzt gucken wir mal, wie die Stimmung vorn ist. Alkohol ist selbstverständlich nur begrenzt erlaubt. So, die Damen, alles klar hier vorne? Ja. Ja? Wir haben da so eine komische Vermutung. Ist etwa Alkohol im Spiel? Nein. Nein. Da sind wir jetzt natürlich wieder beruhigt, ne? Und dummerweise können wir auch kein Englisch, aber was heißt denn Same penis forever? Das wird in Ruhe übersetzt. Das wird dann irgendwann in Ruhe übersetzt. Also viel Spaß. Same penis forever. Das ist eine sehr schöne Schärpe. So, wie viel Zeit haben wir denn noch, dich zu überreden, das vielleicht nicht also zu tun? Ich bin ja schon verheiratet. Oh. Mach uns nur noch mal Was soll der Quatsch, Mädels? Aber es ist der gleiche Mann. Ja. Ah, okay. Also läuft das Motto der Ausfahrt heute wie folgt? It's ohnehin too late. Na dann, also, kurzer Ausflug über die Binnenmüritz, dann biegen wir rechts ab Richtung Müritz. Und dann wird auch ein bisschen Wind kommen. Viel Spaß. Danke. Was sagst du zu deiner heutigen Fracht? Ja, weiß ich jetzt nicht. Noch geht's, oder? Ich glaube, noch ist es nicht so schlimm. Verstehe. So, ja, jetzt könnt ihr mal kurz sagen, wer ihr seid hier oder Skipper? Nee, wir müssen euch mal noch ein bisschen befragen. Oh, so, pass auf. Technisch zu einem Boot. Kennst du dich gut aus? Ihr könnt hier bleiben. Jetzt nehmen wir mal zuhören. Vielleicht könnt ihr helfen. Also, wie wird so ein Boot, der Motor, gekühlt? Mit was für einer Flüssigkeit? Ja. Kühlwasser. Kühlwasser, richtig. Das ist schon mal richtig. So, was kann, wenn die Temperaturen unter dem Nullpunkt sind, was heute sehr wahrscheinlich ist, mit Wasser passieren? Einfrieren. Auch richtig. Was muss man in Wasser reingießen, damit es nicht friert? Na, Frostschutz. Ja, was ist das im Prinzip so chemisch gesagt? Alkohol. Richtig. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Ist für den Fall genug Alkohol an Bord? Aber sowas von. Mehr geht. So, also haben wir das auch geklärt. Also, Alkohol ist eine technische Flüssigkeit. Obwohl natürlich immer gesagt wird, Alkohol ist keine Lösung, ist selbstverständlich Alkohol eine Lösung. Ne? Ja. Nämlich eine westliche Lösung. Ja. Ja, genau. Wir gucken jetzt, ob das stimmt. Was die ehemalige Braut, muss man natürlich sagen, oder? Man sagt ja nicht zu ehemalige Braut. Ich finde es ja nochmal. Ist sie denn, okay. Ja? Okay, ganz klar. Gut. Wir gucken mal, ob das stimmt, ob die Angaben stimmen. Ne? Ob genug Alkohol an Bord ist. Danke, dass du fährst. So, ne? Ja. Also, ich kann noch einmal kurz bestätigen, dieser Motor wird heute nicht einfrieren. Das ist dafür, wirklich toll. Dafür ist, aus, ja? Oder? Dass der Notdienst jetzt schon kommt? Ich hätte erst so in einer Stunde damit gerechnet. Irgendwelche Störzeichen an Bord? Noch nicht. Scheiße. Noch nicht. Es war schön, euch alle kennengelernt zu haben. Seid ihr eurem Schicksal überlassen? Wir können rüberkommen.